skills have been refined. Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, wir spielen Genesis Alpha 1. Das ist Gronkh, hi. Okay, er geht wieder. Ihr seht gerade, eigentlich wollte ich jetzt nicht noch eine Session starten, aber ich bin gerade so richtig im Thema drin hier. ja, jetzt werden sie entladen. Ontro, hi. Ontro 2.0, wie geht's, wie steht's, alles gut? Freut mich. Guter Mann. Also wir werden jetzt hier entladen. Nee, ich glaube zum Scannen hatten wir nichts. Wir hatten nur die beiden Planeten, die wir hier erforschen wollen. Bei dem müssten wir vielleicht zweimal drauf. So. Kunden mache ich mit. Harvester Destination set. Dann starten wir das Schiff. Alle Mann rein. Lasergewehr? Das ist ein Sturmgewehr. Warum muss ich das wahrscheinlich einmal bauen, damit ich das habe? Ich hab's noch nicht gebaut. Bereit. Ich weiß gar nicht, wie viele Fundorte waren hier? Eins. Ist doch sehr überschaubar. Na, ich wollte es nicht sagen. Ich habe es mich gerade gedacht, dass es sehr ruhig ist hier. Was haben wir hier als Gegner? Ich will nur wissen, was wir als Gegner haben. Kleine Flugzeugwürmer. Gehen ja noch. Wo ist denn das, was wir finden sollen? Ah, da. Accessing Archives. Ja, sowas kann man leicht übersehen hier. Also, ich wusste am Anfang auch nicht, dass man wirklich scannen kann an die Systeme. Das ist echt wichtig, sonst fliegt man einfach immer weiter, ohne zu wissen, dass man hier Sachen übersieht. Also das Scannen ist echt wichtig, da hätte ich auch irgendwann in Zukunft mal einen Klon, damit ich das nicht selber machen muss. Boah. Schwere Pistole? Weapon added. Eine halbautomatische Handfeuerwaffe von allen selbstladenden Pistolen auf dem Planeten Erde verschießt diese den größten, keine Ahnung. Größtes Kaliber wahrscheinlich. Ja, das Gute an den Laserwaffen ist ja hier, an dieser Waffe, die verbraucht keine Munition. Darum baller ich so viel mit dieser Pistole hier rum. Na? Ghostbusters, kreuz nicht die Strahlen. Gut. Das läuft, wir sind ein gutes Team. Männer, das läuft. Nicht da durchstellen, Mathilde! Alter, Drecks. Wie? Man muss aufpassen, diese Bugs. Im Tutorial gab es die auch, da hatten sie aber nicht so einen Schwefelduft oder Säureduft hinterlassen. Das war. Die waren netter. 5, 4, oh, komm, 3, Biomasse. 2, 1, 0. Warum wieder komm, Biomasse? Na, in Biomasse zu kommen ist irgendwie schwer mit diesen Leuten hier. Get someone over here! Kill those bugs.
Mathilde, heil dich. Gut. New materials have been refined. Da müssen wir leider wieder warten. Ah, ich brauche unbedingt Aluminium. Wir brauchen generell mehr Ressourcen, damit wir vielleicht mal mit Händler tauschen können. Na los, Zylon! Lade, Zylon! Los! Entladet! Ah, ich denke, jedes Mal ist eine Kiste zum Einsammeln. Ist einfach so eine Deko-Kiste. Kommt man hier hoch? Schade. Ah. Irgendwas muss man ja machen, wenn man hier die Zeit überbrückt. Danke. So, dann können wir... Gibt es aber drei Pflanzen, die auch interessant sind. Gerade diesen Fahnen. Launch sequence activated. 9, launch sequence activated. 7, access granted. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hier wieder 1 bis 20 Biomasse. Oder zeigt er sie nicht gesamt an? Wir haben 2 Biotanks, glaube ich, ne? Wir haben eine Maximalkapazität von 20. Vielleicht zeigt er gleich wieder nur 1 an, weil... Hä? Wieder 0. Ich verstehe es echt nicht. Aber ist egal. So. Sieht ein bisschen düster aus hier. Da wo rot ist, ist mein Schiff. Ah, Glück. Energiezellen. Ah, der Krabbelviecher. 40%. Wo sind sie? 80%. Fahren wurde gefunden. All phases complete. Dies wird die Ressource einiger Planeten aufdecken, die Element enthalten. Salpeter, das ist praktisch. Ich weiß noch nicht, wofür ich es brauche, aber... Ey, im Stein? Fick dich, du Kacki. Wo? Und die Pflanze auch nochmal mit? Voll oder nicht voll? Das ist hier die Frage. So, Schiff ist voll. Abmarsch. Entschuldigung, nochmal kurz die Biomasse. Dann lass uns abhauen. Haha. Yes. Biomasse. 3. Mal gucken, was wir mit nach Hause nehmen. Die immer reinlaufen, die Idioten. Mann, das kostet immer wieder Biomasse. Ihr Vollhorst, lauft doch nicht in die Scheiße rein. Und dreimal wieder Kugelhals. Jetzt habe ich wieder keine Biomasse. Ihr Idioten. Ah, geh mir aus dem Weg. Was machst du? Was bist du?
Oh. Ja, Eisen abgebaut. Für die zwei Schwefelerz. Komm. Wie viel Schwefelerz haben wir jetzt? 5. 13. Das geht. Gut gemacht. So, jetzt würde ich mal sagen, bringen wir mal ein bisschen weiter. Übersprung geht nicht. Warum geht das nicht? Ach so, wir können nur in diesen kleinen Bereich. Okay. Aha. Da ist ein Asteroiden, da kommen wir gerade. Niedrig. Gefahr niedrig. Warum ist dann die Gefahr niedrig, wenn Asteroiden sind? Ich würde trotzdem mal den Scanner anschmeißen. Es war ein bisschen langweilig hier einfach zu scannen, aber... New materials have been refined. Vielleicht kann man sich das eine oder andere dann sparen. Der Planet, der braucht ja, brauchen wir echt lange, um ihn zu scannen. Da hört sich, aber es ist das System generell. Aber der Ewigkeit. Was ist los? Scanner kaputt? Ging nur mal echt schneller. Oh doch, Planeten erforscht. Der hat halt so viele. Keine mehr in der Reichweite. Dann springen wir mal da mal hin. Boah, wird ja immer beschissener. So, jetzt machen wir auch mal hier scannen. Weltraumschrott, das ist doch gut. Das höre ich gern. Ah, die scheinen ein bisschen kleiner zu sein, diese Planeten. Oder haben halt weniger auf dem Planeten, aber einer scheint ja richtig viel zu haben. Jetzt schon eine Kuh verletzt. Meine heilige Biomasse. Na, auch schon durch. So, gucken wir uns die doch mal an, ne? Platin? Eisen ist schon mal geil. Schwefel, okay. Fundort. Schwefel, Uran. Gefahr ist niedrig, aber sagt ja irgendwas mit Asteroiden. Ich war noch nie in so einem Asteroidengebiet. Ich kann da nichts so sagen. Gold! Ich wette mit euch, die sind gefährlicher. Aber alleine für Gold und Platin würde sich echt lohnen. Spring da jetzt rein. Gucken, was passiert. Gefahr niedrig. Alter, oder es geht mein Schiff kaputt. Das Asteroiden reinfliegen oder so? Welcome to the bridge, Captain. Here you can find the galaxy terminal, hyperdrive control, and computer mainframe. Ja, ich dachte, du gibst mir irgendwie Hilfe und sagst mir was. Ein Asteroidenfeld. Aha. Da ist
ein Asteroid im Hintergrund. Bleib ja weg. Müssen wir echt mal beobachten. So. Das erste, was ihr macht, meine Freunde. Platin. Platin. Ich will auch mal Platin sehen hier. So sieht Platin aus. Sieht aus wie ein Asteroid. Ohne Platin. Mal gucken, was für Lebensformen rauskommen, wenn welche rauskommen. Reine, wunderbar. Die macht das schon. Asteroidengefährdung gemeldet. Was? Korridor? Ah, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Geh weg, geh weg, geh weg. Wie kann ich das reparieren? Ich brauche einen Zugang. Life systems operational. Resource acquired. Scheiße, scheiße, scheiße. Power reestablished. Wieder heile. New materials have been refined. Modulkorridor repariert. Life systems operational. Oh Gott sei Dank, ey. Ich muss mir Zugänge bauen, glaube ich. Life systems operational. Warum ist das immer noch nicht heile? Was ist da los? Ist ja repariert. Resources collected. Treibhaus. Nee, zum Treibhaus wollte ich nicht. Ah, ich hab's geahnt. Dieses Asteroidenfeld gefällt mir nicht. Wie komme ich hier wieder raus? Ich bin. Hab mich verirrt. Ging's doch irgendwie hoch. Hier geht alles kaputt. Das gibt's doch nicht. Ich werde trotzdem mal schnell hier. Komm. Ich werde nicht so lange bleiben. Diese Ressource brauchen wir nicht. Eine Pflanze brauchen wir wirklich nicht. Harvester Destination set. Launch sequence activated. 9. Launch sequence activated. 7. 6. 5. 4. Los, Team. 3. 2. 1. Ah, diese Asteroiden. Oh nein. Ich hoffe, die Zeit läuft nicht weiter, bis ich jetzt, wenn ich jetzt hier unterwegs bin. Das wäre echt fies. Wir müssen uns gleich echt auf das Lager schmeißen, das Lager reparieren. Ein Fundort, ich sehe ihn schon. Cool! So was habe ich noch nie gefunden. Accessing Archives. Mit Munition! Krass! 20%. Das habe ich noch nie gesehen, so eine Schüssel. Lifeform detected. 40%. Was sind hier für Lebensformen? Ah, die sieht man schon. Das ist gut. 60%. Ah, die halten mehr aus. Wir brauchen zwei Schüsse. 80%. All phases complete. Habe ich jetzt? New transmission. Toms Reise. This is Major Thomas Phelps speaking. Can you hear me well? How's the transmission getting through? This is a glorious day for mankind. And the greatest honor for an astronaut. I trained all my life for this moment. May God, may science be with us to make this endeavor a success. Ah. May this day be remembered as a turning point for humanity. May Alpha One welcome this ship and his crew with open arms. Life form detected. Trajectory deviations. Can't deactivate hyperdrive. I'm not sure what I'm seeing. I'm hearing. What is that? Can you still read me? Genesis command.
Wo immer er auch hingekommen ist. Und ist wieder fix. Man sieht sie so schnell auf einmal. Andere Rasse? Oh! Die geben echt Gas. Da habe ich ja Glück gehabt, dass ich das Video so ruhig angucken konnte. Dass die quasi meine Leute nicht angegriffen haben. Eisen, 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 Eisen und tschüss. 10, 9, launch, Lager reparieren, Lager reparieren, Lager reparieren. 4, 3, 2, dann hätte ich gerne das Gold. Ich weiß nicht, wofür wir das Gold brauchen, aber vielleicht kann man das nämlich gut beim Händler verkaufen. Oder das Platin. Neue Crewmitglieder benötigen größere Kabine etc. So. Davon was? So, ihr macht das schon, ihr macht das schon, ihr macht das schon. Warte mal, was macht ihr noch hier? Ihr macht nichts, das ist ganz bescheiden. Scheiße. Gib mir das Eisen. So. Raffinerie, Raffinerie, Raffinerie. So, welches Lager war kaputt? Das vordere. Oh, kritisch, kritisch, kritisch. Warum kritisch? Alter, scheiße, was ist denn hier kaputt? Alles geht kaputt. Alles geht kaputt irgendwie. Warum repariert sich das nicht? Warum repariert sich das nicht? Hallo? Scheiße. Oh! Alter! Wir sind Susi. Ja, und nu? Den Korridor, wir müssen hier raus, ey. Scheiße, hau doch mal ab hier. Ich habe keine Zeit für den Scheiß hier. Fuck, wir sind von der Brücke getrennt. Korridor, Korridor, Korridor. Scheiße, wir sind Minsky. Jetzt krepieren aber alle. Wir sind von der Brücke getrennt. Korridorverbindungen. Und ey, komm, schnell, schnell, schnell weg hier. Schnell weg. Und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Schnell weg, wir springen, egal wohin. Egal was da ist, wir zoomen, springen. Raus aus diesem Asteroidenfeld. Boah. So, raus hier. Was können wir reparieren? Ich zerstöre den einfach mal. Kann ich nicht zerstören. Life systems operational. Ach, du kriegst die Scheiße. Komm ich hier tiefer? Wo? Wo, 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 wo? Alter, nein, 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 nein. Wo geht was kaputt? Alter, alles in den Arsch gegangen. Die haben jetzt keinen Saft mehr? Power reestablished. Power reestablished. Power reestablished.
Ist der Biotank hier, ne? Life systems operational. Power reestablished. Power reestablished. Geh wieder heile. Power reestablished. Life systems operational. Alter. Life systems operational. Life systems operational. Geh weg da. Life systems operational. New materials have been refined. Power reestablished. Scheiß Feuer. Ich brauche nur unterirdische Zugänge. Life systems operational. Operational. Life systems operational. Life systems operational. Life systems operational. Scheiße. Alles heile? Ach du Kacke. Alter Schwede, wir haben zwei Leute verloren. Wie viele Crew-Member haben wir jetzt noch? Fünf. Traktorstrahl-Crew ist komplett aufgebraucht. Fuck. Alter Schwede, das war echt knapp. Ich muss mir Zugänge bauen, das ist, ich weiß echt nicht, wo ich jetzt hier wieder rauskomme. Beim Reaktor leider nicht. Kann ich hier hochspringen? Juhu, Reaktor! Das ist bestimmt nicht krebserregend hier. Oder krankheitserregend. Wir brauchen echt mehr Zugänge. Klonlabor. Komme ich beim Klonlabor hoch? Natürlich. Werkstatt komme ich auch nicht hoch, ne? Scheiße. New materials have been refined. Da muss ich mehr unterirdische Sachen bauen. Das ist nämlich das Fiese an dem Spiel hier. Von der Brücke kommen wir ran, aber der Weg ist viel zu weit. Dann scannen wir das hier mal. Ah! Oh, man könnte ja vielleicht nochmal ganz kurz wohin sprengen, das Gold holen und dann wieder weg. Aber das ist so eine Kettenreaktion manchmal, wenn was nicht Strom kriegt, kaputt geht hier und da. Wenn es nur so ein Korridor ist, ist ja nicht so schlimm. Man kann es dann selber kaputt machen und neu bauen. Aber das war ja gerade schon fast wie eine Kettenreaktion, was in den Arsch gegangen ist. Puh. Vielleicht sollte man wirklich gezielter rein und dann auch schnell wieder raus. Und ich brauche jemanden für den Scanner. Wir brauchen jetzt drei Klone wieder. Finde ich. New materials have been refined. Kein Bock auf Scan, ey. So, hier war einmal ein Fundort und hier hatten wir auch Eis. Ne, Gold. Gold ist natürlich schön. Aber das überlege ich mir gleich nochmal, ob wir da nochmal hingehen. Was haben wir hier? Kupfer? Schwefel? NH3, das ist wahrscheinlich für irgendwie. Also man kann irgendwie Außerirdische mit dran hier irgendwie hochziehen. Die brauchen anderen Sauerstoff oder so. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert, ob die einen separaten Bereich brauchen oder so. Das kann ich euch nicht sagen. Ach, den haben wir noch nicht komplett gescannt. New materials have been refined. Eisen. Ein Eisen haben sie geschafft. Und Stürme.
Gefahr niedrig. Wahrscheinlich genau sowas wie Sonnenstürme. Nee, Sonnenstürme, glaube ich, da war ich. Da fängt alles an zu brennen. Das ist, glaube ich, noch bescheuerter. Aber der hat Salpeter hier. Kupfer. Ich weiß nicht, ob man sein Schiff gegen irgendwie sowas später verbessern kann. New materials have been refined. Ein Eisen auf einem Planeten, wow. 7 Kupfer. Oh verdammt, ey, ich brauch doch mal Aluminium. Wie komme ich denn an Aluminium? Schwefelerz, ganz viel. Ich weiß nicht, ob ich das Blatt brauche. Kupfer. Erstmal würde ich mal sagen, Treibhaus, ich bin falsch gelaufen. Müssen wir uns noch mal jemanden New materials have been refined. Ah, wir haben wirklich keinen. Doch, 20. Oh, Gott sei Dank. Cloning initiated. Gut. Cloning done. Ach komm, einmal will ich noch auf einem Planeten. Einmal will ich noch auf dem Planeten runter. Das ist so das, was bei diesem Spiel eh süchtig macht. So diesen einen Planeten noch. Der neue. New materials have been refined. Die neue. Und. Job assigned. So, die macht das schon. Welchen gucken wir uns mal an? Den auf keinen Fall, das können sie selber machen. Harvester Destination. Nehmen wir den. So, alle einsteigen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich muss mal das Gewehr nehmen. Bei der Schrotflinte müssen wir zu nah ran, finde ich. Und was erwartet uns hier jetzt? Ich versuche mal schnell meinen Fundort zu finden. Boah, das ist eher so Steppe, da hinten. Lifeform detected. Lifeform detected. Accessing archives. Na ja, wahrscheinlich irgendwas Kleines, was ihr nicht seht. Ja. Accessing Archives. Ja. 60%. 80%. All phases complete. Ach, complete. New transmission intercepted. Ja. Panikraum. Gucken wir uns gleich an, wenn wir hier mit Ressourcen beschäftigt, fertig sind. Wie viele haben wir? Ich helfe mal mit. Ah, der geht ja, der Planet irgendwie.
Läuft. Weiter. Einen kriegen wir noch ran. Und go. Lass mich mal mit. Oh. Noch eine Klonprobe. Schießen wir unser eigenes Schiff kaputt. Rangumfang. Hochrangige Pflanzen bedeuten mehr Biosphäre. So. Aha. Kein Alien. Gut. Dann haben wir das. Da können die ohne mich machen. 5 Schwefel kann man auch mal abziehen. Ja, also wir haben leider 2 Leute verloren. Aber unser Schiff existiert noch. Das ist wichtig, ey. Leute können uns wieder klonen, das ist nicht so schlimm. Zwei Personen möchte ich gerne auch noch haben. Einmal für die Brücke und einmal für den Traktorstrahlbereich. Eigentlich 3, für den Depot will ich auch noch eine Person haben. Und dann müssen wir mal sowas bauen. Zugänge. Ist natürlich gut für die Aliens. Kann ich hier eine hinbauen? Hier vielleicht. Zugang. Raffinerie kommen wir ja gut runter und Traktorstrahler. Das ist nicht das Problem. Hangar auch. Aber hier hinten hatten wir ein bisschen Probleme. Hier wollte ich eigentlich nichts bauen, aber... Ich baue erstmal hier einen Zugang. Der kostet nur eine Energie, oder? Ja. Und hier am Ende auch nochmal. Nee, geht nicht. Also das sind so Zugänge, da kommen wir eine Etage tiefer quasi, ne? Weil wir kommen ja hier nirgendwo runter. Jetzt haben wir hier eingebaut. Und, wow. Unter uns. Tot. Gut, gut, gut. Ja, du kriegst ja auch bald nur eine zweite Person. Ich arbeite daran. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben überlebt. Wenn ja, hinterlasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.